Salve, das Kibbel, das Kibbel. Hat man gerade gehört, was das sein sollte? Das sollte diese Anfangsmelodie sein, die immer kommt in diesem Trendy Century oder sowas bei den ganzen Filmen. Naja, auf jeden Fall, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, bis einer weint, und dieser eine werde ich sein. Und ich habe das Gefühl, jetzt mal unter uns, dass ich in dieser Folge sterben werde. So, ich habe mich jetzt informiert, wie man einen Eimer macht. Und ich mache mir einfach mal zwei. So. Ich hoffe, dass es jetzt auch so funktioniert. Weil dann werde ich mir hier unten mal ein bisschen Wasser holen. Weil Wasser ist gesund. Ich trinke hier auch gerade nebenbei Wasser. Also läuft, ne? So. Jetzt habe ich einmal. Kann ich das andere noch irgendwie aufheben? Nee, natürlich nicht. Ja, gut. So. Oh, ich muss mir noch unbedingt ein paar Fackeln machen, ne? Ne, weil die Monster die Fackel nicht lange, und wenn es da dunkel ist, dann sehe ich die nicht. Ey, den Fackelwitz, den bringe ich schon seit der ersten Folge. Mann, uns wird einfach nicht lustig. Gut. So, ich brauche unbedingt Kohle. Ich bin so total der Kohlemensch. Ich brauche Kohle. Also, die Kohle da. Ne? Im normalen Leben bin ich nämlich broke. Bin ich so ein Gangster-Broker. Gangster-Broker-Gambler. So, heute erkunden wir die Höhlen noch ein bisschen weiter, und ich habe das Gefühl, wie schon gesagt, dass ich heute sterben werde. Aber ich habe mir gedacht so, Tobi, weißt du, es ist noch nie ein guter Player vom Himmel gefallen. Also ich bin schon vom Himmel gefallen in der ersten Folge, und dann war ich tot, aber ich meine halt so im symbolischen, übertragenen Sinn und so, ne? Natürlich. So. Ich muss hier einfach viel schneller schalten. Ich brauche immer so ewig, bis ich mein Schwert gezogen habe und so, und das ist echt nicht gut. Ich müsste eigentlich so ganz schnell sein. Aber ich finde es ziemlich cool, habe ich schon in der letzten Folge gesagt, dass man hier so die Entwicklung mitbekommt. Das heißt, am Anfang, wenn ihr die ersten Folgen schaut, dann merkt ihr, dass ich einfach wirklich null Ahnung habe. Momentan habe ich auch noch wenig Ahnung, aber schon mehr als in der ersten Folge. Und dann werde ich quasi immer besser. Und das ist so, dass ich mich hier immer ein bisschen verbessere, indem ich Sachen erfahre, ein bisschen mit dem Handling hier umkomme und so. Und das motiviert mich jetzt gerade auch wieder echt so weiterzumachen. Weil ich einfach merke, dass ich immer mehr ein bisschen das Ding rausbekomme. Also, that's what he said. So, jetzt muss ich aber zurück. Ich muss mir jetzt erstmal ein paar Fackeln machen. So ein Stackchen oder sowas. Guck mal, ich mache hier alles so hell. Ich liebe es, wenn es hell ist. Oh, gehe ich hoch. Hier, ich sehe gar nicht. Hä? Ah, da. So. Okay. Hoch. Was wollte ich jetzt mal? Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ah, genau. Scheiße. Sticks. Kohle. 64, 32. Das wird reichen. Auf jeden Fall. Was habe ich da gemacht? Da habe ich nichts gemacht. Ah, Eisen hatte ich da gemacht, genau. Nice. Kann man eigentlich Leder machen? Nee, kann man nichts sagen. Ich wollte es mal ausprobieren, Leute. Lacht mich nicht aus. Ah, Raw Chicken, hier. Geht das jetzt? Ja, gut. Hier geht's noch runter. Oh mein Gott. Soll ich hier mal hingehen als nächstes? Wo geht's hier hin? Hier ist nirgendwo hin. So, warte mal. Oh, Tobi. Mann. Ich schaue jetzt nochmal kurz, wo es da oben lang geht, und dann könnten wir theoretisch in die noch größere Höhle gehen. Ey, was ist so eine... Weißt du, ich habe am Anfang gesagt, das ist gar keine Höhle, ey, voll dumme Erde, ey. Gibt's nur Schiss, Spiss. Was ist da hinten? Was leuchtet da hinten? Ist das Lava? Ah, nee, da war ich schon. LOL! Okay. Ja gut, dann hole ich mir erstmal hier Eisen. Ich glaube, irgendwann habe ich genug Eisen, aber jetzt so für the beginning freue ich mich gerade voll, weil ich habe ewig nach Eisen gesucht und jetzt habe ich es endlich gefunden. Ich glaube, es wird nur mal eine Struktur, wenn ich dann Diamanten suche. Dann werde ich wahrscheinlich echt ausrasten hier. Aber bis dahin hat es noch ein bisschen Zeit, ne? Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Da war gerade... Wo ist eine Fledermaus? Fledermaus, ich zieh dich aus. Da. So. Sehe nichts an. So, was suche ich jetzt eigentlich hier? Ah. Kann ich auch mit dem Ding hier töten?
Ja, es dauert ein bisschen länger, merke ich gerade. Okay. Dann komm her. Die will dich mit der Fackel töten. So wie früher. Müssen die eigentlich nicht aufwachen dann? Wenn da Licht hinkommt? So, ah, das war's jetzt. Okay. Gut. Also, ich müsste eigentlich alles upcraften hier, ne? Zumindest, ich habe eigentlich genug Kohle. Wie viel Kohle habe ich noch? Ich habe noch ein ganzes Stacks mit Kohle. Ja gut, ich habe jetzt eigentlich genug, sage ich mal, von der Höhle hier. Im symbolischen Sinne und auch im wirklichen Sinne, weil ich habe keinen Bock mehr hier rumzuhängen. Ich würde sagen, ich bewege mich langsam wieder nach draußen und dann fangen wir mal an, das Haus zu bauen. So, ne? Weil das ist ja irgendwie auch wichtig, dass man das Haus baut. Ich würde halt gerne auch mal einen Dungeon finden. Das wird mich jetzt selbst auch sehr erquicken, wenn ich jetzt so einen Dungeon bekommen würde. Einen Dungeon bekommen. Wenn ich einen Dungeon finden würde, natürlich. Dungeon finden, das wäre jetzt echt so mein Goal. Das würde mich echt freuen. So. Da hinten war ja nichts mehr, ne? Da war da eine Wand. Aber wenn man da weiter grabt. Ich müsste eigentlich mal nach Diamanten Ausschau halten, aber ich glaube, bis ich die gefunden habe, das dauert ein bisschen. Aber die Rohstoffe, die ich jetzt habe, sind ja eigentlich schon mal ganz gut. Wir haben wenigstens ein bisschen Eisen. Eigentlich gar nicht so viel, aber egal. Ja, und... das ist aber noch Eisen. Den nehme ich noch mit. Dab, 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 dab. Das ist gerade wieder zu easy alles. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich wieder den Schock meines Lebens bekomme, weil gleich wieder irgendwas passiert. Das war nicht so gut. Ich bin nämlich ein Riesenschisser, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ich bin echt ein Riesenschisser. Also, ich habe so viele Horrorfilme gesehen müssen. Zum Beispiel das, was gerade eben gemacht hat, macht man eigentlich nicht, weil unten drunter könnte Lava sein. Wobei eben war es mega unwahrscheinlich, weil ich glaube, ich bin noch gar nicht auf der Höhe von Lava. Oh ja. So. Ich muss aber auch Level farmen, das heißt, das hier ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. So. Weil ich muss ja auch, ich versuche so schnell wie möglich auch auf Level 30 zu kommen. So. Also nichts mehr. So, dann mal da hinten schauen. Jetzt dann, guck mal, das sieht doch aus schon wie so eine Einladung, dass da hinten... Ah, ist das wirklich was? Lag. Oh mein Gott. Das ist ein Enderman. Ist das ein Enderman? Ja, oh mein Gott. Alter, die haben so ein... Alter, die haben so ein creepy Geräusch. Ach du Scheiße, hört ihr das? Jetzt zieht es gerade die Zehen zusammen. Oh mein Gott. Also davor habe ich richtig Schiss gerade. Oh fuck, ich kriege echt eine Gänsehaut. Ja, ich müsste hier einfach Wasser drauf machen. Genau, warte mal. Warte. Hallo? Wenn ich runtergehe, werde ich sterben, das weiß ich. Aber ich habe eine Rüstung und ich habe ein Schwert. Eigentlich müsste ich es ja schaffen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, was da noch alles ist, ne? Es kann sein, dass da unten, wenn ich jetzt reinspringe, dass da 10.000 Creeper sind. Oh Gott. Ich habe gerade echt ein bisschen Schiss. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Wo ist er? Ich werde gleich so geschockt. Ich weiß es einfach. Alter, ich habe gerade einen Schiss. Ich will da nicht rein. Leute. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, Tobi. Da ist er. Also theoretisch ist er so, wenn man nicht ins sein Gesicht schaut,
greift er eigentlich an? Alter Leute, ich habe gerade einmal meinen ersten Enderman getötet. Oh Gott. Shit, bin ich gerade proud. Ich bin gerade so proud. Da unten ist was da unten. Und Alter, ich habe so Schiss vor den Viechern, ne? Und ich habe mich gerade einfach, Mann, wie ich bin, dem Ganzen gestellt. Zuerst habe ich ein bisschen rumgeheult, ne? Aber dann habe ich das doch getan. Das macht mich jetzt. Das pusht jetzt mein Ego. Oh, Alter. Ich bin gerade gefloatet. Ich bin gerade beinahe so kurz verreckt. Was da hinten? War ich da hinten schon? Ja, da war ich schon. Ah, okay. Jetzt macht es Sinn. Okay, jetzt habe ich die gesamte Höhle, glaube ich. Was ist da oben? Ist da oben noch was? Ah ne, da bin ich ja hergekommen. Da ist Kohle. Da oben. Wo geht's da lang? Oh, da geht's auch lang. Och, Leute, hier geht's ja. Ist ja verrückt. Ah ne, da war schon gut. Hier ist also nichts mehr. So, okay, wir machen es jetzt so. Wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen, ich erkunde das noch. Komm, wir haben noch Zeit. Oh, da geht's raus. Nice. Da geht's raus und dann bin ich wieder draußen an der frischen Luft. Nur werde ich wahrscheinlich nie wieder zurückfinden. Ich glaube, ich muss doch hinten, da hinten wieder rausgehen. Damit ich da wieder rausfinde. Weil, wobei... Müsste ja eigentlich hier in der Nähe sein. So weit bin ich es gar nicht gegangen. Ne? Also theoretisch müsste ich relativ in der Nähe von dem Fallort sein, wo ich reingefallen bin. Da ich würde sagen, damit beende ich dann die Folge. In der nächsten Folge gehe ich dann da endlich wieder raus. Dann sind wir wieder draußen und dann... Ja, genau. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein, euer Race Team.